Augen nach vorne! Habe ich die Türme auf einfach umgestellt? Ich bin's, Shepard. Hä? Ach, hab ich dir deine Frisur zerschossen, oder wie? Los geht's! Ach, weißt du was? Leck mich doch am Arsch. Gute Reise! Gute Besserung! Na, sollte da nicht noch einer kommen? Komisch. Das ist ja wieder so ein Lord Karpfen. Eieiei. So muss es sein. Ja, brenn mal schön. Jetzt wird er den angezündet. Ich nicht. Schieße jetzt. Das war ein Periskop. Das will ich nicht. Bäh. Hey, seid ihr mal wieder nett hier. Mach du mal den hier und ich mach den hier. Der ging schief. Komm raus. Guter Junge. Okay, ich bin ein bisschen verwundert. Die Typen nehmen verdammt Schaden hier. Sollten sie eigentlich gar nicht. Hä? Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ihr lasst nach, Jungs. Immer schön aufs Fressbrett drauf. So gehört sich das. Ja, und jetzt noch Flieg und Sieg. Gott, bist du hässlich. Vor allem, wenn du fliegst. So eine Beleidigung gab es auch noch nicht. Also manchmal fliegt der scheiß Feuerball dahin, wo er gar nicht hin soll. Ist echt seltsam. Was will das eigentlich hier? Sag mal, geht's dir zu gut? Puh, dann geh ich einfach weg. Leck mich doch. Ne? Macht ihr einfach mal die Arbeit für mich. Wozu habe ich euch Typen überhaupt? Nee, das ist doch ein bisschen zu hart. Das dürfte ausreichen. Alter, hörst du auf, mir den Typen weg zu facern? Da willst du mal ein bisschen rumballern? Und weg mit dem Dreck. Na, komm schon. So geht's natürlich auch. Ja. Dich mag ich nicht. Ihr brennt aber verdammt gut. Ach stimmt, der hat ja Brandmunition drin. Ach Gott. Mir ganz vergessen, dass ich sie ihm ausgewählt habe. Eieiei, da war ja was. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum die Gegner am Verbrennen sind, obwohl ich keine Verbrennung einsetze. Da seht ihr mal, wie ich teilweise aufpasse. Nämlich gar nicht. Hi! Komm mal her, du. Brenn gut. Oder lass es dir durch den Kopf gehen, in Form dieser Kugel. Eieieiei. So muss es sein. Ihr macht einfach mal die Arbeit und ich lasse es mir hier gut gehen. Den hätte ich gerne. Ist das jetzt gerade ein bisschen Arschloch von mir? Ich lasse sie die Arbeit machen und bereichere mich dabei. Ach komm, die verdienen ja auch was daran. Nämlich gar nichts. Oh Gott. So, lebt ihr noch? Nein, so habe ich es geplant. Wunderbar, mein Plan geht auf. So, einmal nachladen bitte. Okay, zwei Schuss ist nicht wirklich die Welt. Ah, hier haben wir jedenfalls noch gut. So, njam, njam, njam. Klick. Dann brauchen wir das, dann brauchen wir das. Mensch, war das einfach. Ich sag's ja, Bilderrätsel. Kein Hacker wird je begreifen, wie die funktionieren. Wie denn auch, dafür müssten sie mal sowas wie eine Kindheit gehabt haben, indem man Bilderrätsel löst. Ach ja, mein Bildungsauftrag für RTL. Die sollten mich mal langsam dafür bezahlen. Bitte, ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten.
Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst nun mal. Achtung! Keine Bewegung. Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Die Option habe ich noch nie ausprobiert, also... Soll ich's mal wagen? Nein, von rechts! Ach komm, ist mal was Neues. Normalerweise diskutiere ich die Sache eigentlich immer mit denen aus, aber scheiß drauf. Ich will auch mal böse sein. Wenn die Menschen schon immer als böse dargestellt werden, können wir uns auch mal den Ruf verdienen. Hoppala! Armer Junge. Wollte nur helfen. Und jetzt ist er tot. Hups. Ich wusste, dass er sein Leben riskiert. Hoffentlich war es ihm die Sache wert. Sorry. Das war jetzt ein bisschen doof. Eigentlich sollte der Typ überleben. Armer Junge. Eigentlich sollte der Typ mir die Ampullen geben für das Heilmittel. Es ist immer gut, dass man Optionen, die man vorher noch nie gewählt hatte, einfach mal in einem LP benutzt. Also sorry. Ja. Scheiße, jetzt will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn wir jetzt weitergehen. Ich habe original diese Option noch nie benutzt. Der Witz ist, von dem Typen hätten wir jetzt das Heilmittel bekommen. Der Typ ist jetzt tot und wir kriegen das Heilmittel nicht. Das heißt, wir haben Probleme, ganz dezent. Wie gnadenlos. Ich bin doch nicht gnadenlos. Ich bin doch ein ganz netter Mensch. Ganz umgänglich. Ich hetze ab und zu meine Truppe auf euch, aber das könnt ihr mir nicht angreifen. Das war ein kleiner Fehler. Nicht bös gemeint. Sorry. Oh Gott, ich hoffe mal, das hat wirklich keine weitreichenden Konsequenzen hier. Ah, ja, die kenne ich. Raketenwerfer verspotten. So, wo ist er denn? Fick dich. Ich hasse die Typen mit ihren Raketenwerfern. Ich will auch einen. So, da drüben war doch noch einer. Ich sehe dich. Na komm raus. Da kommen sie jetzt endlich raus. Na komm schon. Gute Reise. Gute Besserung. Oh Gott, ich sollte damit aufhören. Aber der Typ will nicht, oder? Der wird wahrscheinlich nur rauskommen, wenn ich vorgehe. Wetten. Komm nur rüber! Oder ich mache einfach den nieder. Ey, der lebt ja noch. Das ist, was ich meine. Die überleben mehr als einen Kopftreffer für gewöhnlich. Außer man sieht richtig gut. So, schick den mal auf Reisen. Ja, ja. Schade, der ist gut geschützt. Ja, langsam werden sie auch ein bisschen resistenter. Man merkt schon. Eieiei. Ach, du liebe Zeit, unten laufen sie auch schon Amok. Ist ja schlimm hier. Keine Ruhe in dem Laden. Überall wird geschossen, geballert, randaliert, gepöbelt, Fußball geguckt. Schade. So, da kommen doch noch mehr. Das wird sie umwerfen. Ich sagte ja, da kommt noch mehr. Du frisst das, du frisst das. Hat so viel gebracht. Was treibe ich hier eigentlich? Gott, ich ziel heute wie ein Vollbesoffener. So, gut.
Gehen wir mal langsam ein bisschen nach unten. Bin bei Ihnen. Kommt mit, meine Lieben. Bei Fuß. Kommt mit, Mama. Hä, hey, was? Wie? So? Verbrennen? Ja, Barbecue? Voll für. Meine Fresse. Nerv jemand anders. Such dir ein Hobby. Spiel Monopoly. Irgendwas in der Richtung. So. Noch irgendjemand am Leben? Nur keine Scheu, ihr dürft euch gerne melden. Also wenn noch irgendjemand am Leben ist, sagt euch Bescheid. Nicht? Oh. Schade. Dann gehen wir eben weiter. Wer nicht will, der hat schon mal. Und wer immer noch nicht will, der kann mich am Arsch lecken. Kein Pudding mehr für euch. Was rede ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich wüsste ja immer ganz gerne, während ich hier gerade hingucke, haben diese Symbole irgendeine Bedeutung oder sieht es einfach nur cool aus? Hm. Ich meine, wir haben eine Universalsprache, die jeder auf dieser Station labert, aber die Schrift, random. Also ganz komisch. Eine von den Sachen, die ich mich immer bei Mass Effect gefragt habe. Seit wann gibt es im Universum eine Universalsprache? Müsste man die lernen? Oder gibt es irgendwie Universalübersetzer, die wir benutzen? Wurde, glaube ich, meines Wissens nach nie erklärt. Zumindest in den ersten zwei Teilen. Ha, naja. See. Ich will darüber. Aber dieser absolut nicht gefährliche Schacht versperrt einem den Weg. Ich will ein Auto klauen. GTA. Und so. Dinge. Böse sein. Hm? Wir sind in der Nähe der Umweltsteuerung. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Moment, jetzt wüsste ich aber ganz gerne, wo wir das Heilmittel herhaben. Der Typ ist tot. Wir haben von dem Original nichts aufgenommen. Also, Das ist jetzt irgendwie so ein Plothole, das ich nicht so ganz verstehe. Ich meine, hätten wir den Kerl am Leben erhalten, hätte er uns erst das Heilmittel in die Hand gedrückt. Oder war ich jetzt gerade blöd? War ich blind unterwegs? Habe ich es nicht mitbekommen, als sie das erwähnt haben, dass sie es mitgenommen haben? Könnte durchaus möglich sein. Ha! Sie nicht herkommen! Wir Maschinen abgeschaltet! Ventilatoren kaputt! Alle ersticken und tot! Dann machen Kollektoren uns stark! Hm... Jetzt reicht's mir. Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten. Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten. Ja. Inti, wie kluges Gelaber gelernt bei Yoda, du hast. Der Witz ist egal, was wir da sagen. Die Typen öffnen trotzdem das Feuer auf uns. Daher ist es scheißegal, was wir sagen. Hoppala. Dann hat's ein bisschen zersplottert. Tut mir aber leid. Du sollst das da machen. Ach, schade. Ich habe sie. Ich habe den Raum gescannt. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Yay! Drücke Knopf A und B. Und füge Behälter C dort ein. Oh, ist das kompliziert. Könnte klar von Aliens sein. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Gut, gut. Ach ja, stimmt, da gab es ja noch Gegner. Hopsala. Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Na? Da rennt doch noch einer rum. Ich sehe dich. Das Schlimme ist, die Typen haben Raketenwerfer und das möchte ich verhindern. Warum zitter ich jetzt gerade so mit dem Char rum, hä? Ja, wahrscheinlich, weil ich beschossen wurde. Klug, ich bin klug, aha. Okay, bei dir brauche ich erstmal das und das.